Nicht überall, wo Preisfehler draufsteht, ist auch ein Preisfehler drin. Das hat kürzlich Jan schon mal festgestellt. Wenn ihr aber wirklich einen Preisfehler gefunden habt und eure Chancen maximieren wollt, die Ware wirklich zu erhalten, dann bleibt dran, dafür haben wir ein paar wertvolle Tipps. Mein Name ist Dr. Matthias Böse und ich bin der MyDeals-Anwalt. Bei Preisfehlern gibt es einen ganz besonders wirksamen Trick, der eure Chancen erhöht, dass euer Vertrag am Ende wirklich erfüllt wird. Aber bevor wir dazu kommen, muss ich euch kurz erklären, wie klappt das überhaupt mit einem Vertragsschluss im Netz in rechtlicher Hinsicht? Im Grundsatz erfordert ein Vertragsschluss zwei Willenserklärungen, das sogenannte Angebot und die Annahme dazu. Diese beiden Erklärungen müssen sich decken. Nun könnte man meinen, das, was ich auf der Website im Onlineshop sehe, das ist schon das Angebot. Das ist aber kein Angebot, denn hier kann der Kunde nicht einfach nur die Hand dann noch dazulegen und sagen, ich hätte es jetzt gerne. Sondern im E-Commerce ist es üblich, dass das Angebot im Rechtssinne vom Kunden abgegeben wird. Dieser sagt, ich habe da was gesehen, das hätte ich gerne, kann ich das bekommen? Das ist das Angebot im Rechtssinne. Der knirschige Punkt an dieser Stelle ist die zweite Erklärung, nämlich die Annahme durch den Händler. Habt ihr also ein besonders günstiges Produkt gesehen und unterbreitet dem Händler ein Angebot auf Abschluss des Vertrages, der Händler nimmt das aber nicht an, passiert nichts. Es ist kein Vertrag zustande gekommen. Wie kommt also ein Vertrag zustande? Ganz klassisch, indem der Händler erklärt, ich nehme an. Das machen Händler ganz selten. Häufiger und auch Usus im E-Commerce ist zum Beispiel die Annahme des Angebotes, indem der Händler die Ware versendet oder die Ware auch geliefert wird. Das ist ein sehr später Zeitpunkt, da braucht ihr euch aber auch mit dem Händler nicht mehr streiten, denn wenn sie versendet worden ist, ist sie am nächsten Tag bei euch. Spannend sind so Zweifelsfälle, die in der Rechtsprechung diskutiert worden sind, zum Beispiel, wenn ein Händler von euch eine Zahlung verlangt. Denn warum sollte jemand eine Zahlung verlangen, wenn noch kein Vertrag zustande gekommen ist? Ein Händler, der also auf euer Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrages euch antwortet, zahlt doch jetzt mal die 40 Euro für den Fernseher, den Computer oder was auch immer, der wird vermutlich damit eine Annahme erklärt haben und ihr habt einen bindenden Vertrag. Wie könnt ihr so eine Aufforderung zur Zahlung provozieren? Naja, indem ihr eine Zahlungsmethode wählt, bei der genau das passiert. Das ist nicht der Fall bei Sofortüberweisung, bei Kreditkartenzahlung oder PayPal-Zahlung, sondern ausschließlich bei der Vorkassezahlung per Überweisung. So provoziert ihr, dass der Händler euch eine Zahlungsaufforderung schickt, die, wenn man sich nachher wirklich mit dem Händler streiten muss, ziemlich sicher als Annahme eures Angebotes auf Abschluss eines Kaufvertrages gewertet wird. Ist der Vertrag denn nun bindend? Nun, da gibt es zwei Einschränkungen an dieser Stelle. Erste Einschränkung, das ist so ein bisschen das Gummi des Zivilrechts, was man so ein bisschen formen kann, das ist Treu und Glauben, § 242 BGB. Immer wenn man nicht weiter weiß, aber irgendwie denkt, das kann doch so nicht sein, dann versucht man sich auf § 242 BGB zu berufen. Und das haben Gerichte tatsächlich bei Preisfehlern auch schon gemacht. Und zwar in den Fällen, wo es sich dem Besteller aufdrängen muss, dass dieser Preis viel zu niedrig ist. Ja, also zum Beispiel ein aktuelles iPhone für 5,90 Euro statt für 590 Euro. Da wird man schon darüber nachdenken müssen, ob nicht 242 Treu und Glauben dagegen spricht, dass dieser Vertrag wirklich erfüllt wird. Andererseits wird etwas besonders Reißerisches beworben. Ich kenne das im Reisebereich. Ihr kennt den großen Reisevermittler mit der Familie, die nervige Werbung im Fernsehen macht. Mary! Dad, warum schreist du denn so? Schreib mir einfach eine WhatsApp. Die schreiben, wir sind die Billigsten. Wenn man darunter einen besonders günstigen Reisepreis anbietet, dann wird die Luft aus meiner Sicht schon sehr, sehr dünn zu argumentieren, dass es hier ein Verstoß gegen Treu und Glauben ist, sich exakt auf so einen besonders günstigen Preis zu berufen. Die zweite Möglichkeit für Händler, sich von einem Vertrag zu lösen, ist die sogenannte irrtumsbedingte Anfechtung. Anfechten kann man jede Willenserklärung, die später zu einem Vertrag geführt hat, wenn die Ursache für diese Abgabe der Willenserklärung ein Irrtum war, ein beachtlicher Irrtum. Klassiker ist ein Verschreiben, ein Versprechen oder ein Inhaltsirrtum, weil man dachte, das wäre ein rotes iPhone, obwohl man gerade ein grünes iPhone bestellt hat. In diesen Fällen kann man eine sogenannte Anfechtungserklärung versenden, also die Mitteilung, ich möchte nicht an dem Vertrag gebunden sein, ich möchte, dass der Vertrag aufgehoben ist. Das Ganze muss unverzüglich erklärt werden. Unverzüglich ist wieder so ein bisschen so ein Gummibegriff. Aber spätestens nach zwei Wochen fällt da das Beil, wird man wohl sagen müssen. Dann kann ein Unternehmen nicht mehr anfechten. Und dann ist der Vertrag rückwirkend aufgehoben worden. Also ein einmal verbindlich geschlossener Vertrag kann durch die Anfechtung nachträglich beseitigt werden. Heißt das jetzt, dass der Händler trotz Vorkasse und sonstiger Vorkehrung immer wieder aus dem Vertrag rauskommen kann? Nein.
Die Anfechtungsgründe im Gesetz sind tatsächlich sehr, sehr, sehr eng beschrieben. In manchen Fällen liegt gar kein beachtlicher Irrtum vor beim Händler. Das heißt, da hat sich niemand vertippt, sondern ich hatte zum Beispiel Fälle, wo ein Händler eine Liste angeliefert bekommen hat von seinem Lieferanten und einfach sagte, Mensch, ich schlage auf jedes Produkt von meinem EK 10% Marge obendrauf. Dann hat sich der Händler gar nicht geirrt. Der hat den Preis im Außenverhältnis gegenüber euch verlangt, den ihr im Innenverhältnis tatsächlich auch kalkulieren wollte. Das muss man sich also im Einzelfall immer anschauen. Ist dieser Irrtum, der da vorgeschoben wird, wirklich ein beachtlicher Irrtum? Oder versucht der Händler euch hier nur etwas vorzuspiegeln, um euch abzuschrecken von der Vertragserfüllung? Was bedeutet das für euch? Seht ihr demnächst ein besonders günstiges Angebot? Wählt ihr als Zahlungsmethode die Vorkasse? Schaut euch ganz genau an, was der Händler euch später schreibt, falls er eine Anfechtung erklärt. Sollte es dann nicht zur Lieferung kommen, ist das trotzdem feine verschenkte Zeit gewesen. Denn in vielen Fällen sind Online-Shops sehr kulant und schicken euch für den Aufwand immerhin einen Gutschein. Wenn ihr weitere solcher Tipps haben wollt, abonniert unseren Kanal. Außerdem würde mich interessieren, was habt ihr schon für geniale Preisfehler abgestaubt? Wenn euch das Thema Preisfehler noch weiter interessiert, ich habe mal im KrokoCast, dem Podcast von MyDeals, mit dem Jan sehr umfassend mich über Preisfehler unterhalten. Auch hier unten in der Beschreibung gibt es den Link dazu. Hört euch das mal an. Was da so passiert ist, ist echt ganz spannend.